Beim Laufen fühle ich mich frei, ich kann über alles nachdenken, ich kann aber auch total abschalten. Es macht einfach Spaß und beim Laufen fühle ich mich wohl. Mein Name ist Tom Reuter, ich bin 23 Jahre alt und bin Läufer und komme aus Evelingen. Meine Lieblingsdisziplinen sind im Sommer die 5000 Meter auf der Bahn, 10 Kilometer Straße und vor allen Dingen aber im Winter der Cross. Im letzten Jahr, am Anfang des Jahres, hatte ich noch Verletzungsprobleme. Ich hatte einen Riss in der Sehne, und den musste ich am Anfang des Jahres noch auskurieren. Es hat sehr viel Zeit gebraucht, sehr viel Geduld vor allen Dingen auch. Zum Ende hin des Jahres konnte ich aber wieder ordentlich trainieren und bin jetzt wieder bei einem normalen Trainingsumfang. Ich konnte die Runde um den See in Bütchenbach gewinnen, einen dritten Platz bei der Corrida in Verwey. Vor allen Dingen bin ich aber bei vielen nationalen und teilweise internationalen Läufen gestartet. Und mein bestes Ergebnis der Saison war der Crosslauf in Roeselare, wo ich 19. wurde im belgischen Feld und das war sehr gut. Normale Trainingswoche sind 12 Einheiten, 10 Läufe davon, 2 Krafttrainingseinheiten. Ja. Das ist eine normale Trainingswoche. Wir haben aber auch Ruhewochen, da sind es dann nur 6 Einheiten vor den Wettkämpfen. Ja. Dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne machen, meine Bestzeiten über 5 und 10 Kilometer weiter steigen. Am Ende des Jahres, wenn die Cross-Saison anfängt, Top 15 in Belgien festigen und wenn es sogar an die Top 10 ranlaufen. Und ja, für die Zukunft, für die nächsten Jahre einfach einen Schritt näher kommen an die belgische Spitze. Das ist das Ziel.